Nach der lebenslangen Sperre von Lance Armstrong und dem Aberkennen seiner 7 Tour de France-Siege wollten wir von Moritz Schütz, dem Elitefahrer des RV Gießen Kleinlinden, erfahren, wie er dieses Urteil bewertet. Es wurde recht gesprochen und die Fakten sind klar. Es weiß auch jeder, dass da immer verbotene Substanzen im Spiel waren oder die Leistungen waren schon immer fragwürdig. Es gibt positive Dopingproben von Lance Armstrong, die aber zum Teil verjährt sind oder zum Teil hinter verschlossenen Türen gehalten wurden durch spezielle Bezahlungen oder diversen anderen Dingen. Aber ich denke mal, die Beweislast ist schon ausreichend. Es haben sehr viele, ich weiß nicht wie viele, Ex-Teamkollegen ausgesagt, alle haben das bezeugt und geben das auch selber zu. Und von daher geht das Urteil schon in Ordnung. Der Radsport hat die meisten Kontrollen, also ein sehr aufwendiges Kontrollsystem. Und ein bisschen ist das auch immer, spiegelt das ja auch die Gesellschaft wieder, diese Sportarten generell. Es wird überall betrogen, es werden Doktorarbeiten abgeschrieben, es gibt korrupte Wirtschaftsunternehmen oder Politik, die nach Geld gemacht wird, siehe Amerika mit Spendengeldern und so weiter. Von daher, es wird da immer mit dem Finger auf den Radsport gezeigt, aber es gibt so viele andere Sportarten, die genauso betroffen sind. Nur da ist das Echo kleiner, es gibt weniger Kontrollen und wenn ich dann Olympiade gucke und die 100-Meter-Läufer, die nach Dopingsperren zurückkommen, werden hochgejubelt, weil sie, das eine tolle Leistung ist, zurückzukommen und so weiter. Und der Radsport oder die Berichterstattung des Öffentlich-Rechtlichen wird komplett ausgeschaltet. Also da muss man immer ein bisschen die Relation auch sehen. Da wird der Radsport schon, denke ich, sehr angeprangert.